Moin Leute, ich bin's der Flo aus der Drumabteilung bei Musikproduktiv. Heute habe ich hier das Medili DD638DX vor mir. Und ich möchte jetzt so einen kleinen Abriss euch geben, damit ihr so ein bisschen Eindruck bekommt, was das Ding so kann. Also ihr seht, die Bedienoberfläche ist sehr überschaubar und es fällt auf, dass so ein paar Dinge zu den etwas günstigeren Sets sich verändert haben. Also wir haben hier einzelne Fader. Das bedeutet, wir können jedes Pad unabhängig voneinander in der Lautstärke verändern, so wie ihr das braucht. Wir können Play-Along-Songs, die das Ding übrigens auch beinhaltet, unabhängig von den Pads, also von den Drums selber auch nochmal verändern, also in der Lautstärke einstellen. Wir haben einen separaten Kopfhörerausgang, der regelbar ist, was ein Vorteil ist. Master natürlich Aux-In. Aux-In bedeutet, ihr könnt ein separates Abspielgerät für eure Lieblingsplatte, zum Beispiel Smartphone, CD-Player, MP3-Player, was auch immer, anschließen über einen 6,3 mm Klinkenstecker. Und diesen Eingang separat in der Lautstärke verändern, so dass es nachher zu euren Drums passt und eben dazu spielen. Was haben wir noch? Ganz wichtig, Klick natürlich. Ist eigentlich nicht erwähnenswert, ist aber ein wichtiges Gimmick, gerade wenn man mit Playalongs üben möchte. Das heißt, auch dieser ist separat über ein Poti einstellbar, was diese, finde ich, sehr fummelige Angelegenheit, das in dem Menü nochmal umzustellen, ein bisschen vereinfacht. Also eben einmal auf die gewünschte Lautstärke einstellen und dann habt ihr eure Einstellung. So, ich würde jetzt gleich mal eben ein, zwei Dinger spielen, um euch einfach mal so ein bisschen zu zeigen, was das Ding kann, wie das Ding klingt, und gehe dann gleich nochmal auf so ein, zwei Menüpunkte ein. So, ich möchte euch jetzt mal eben zeigen, wie ihr euer Drumset nochmal für euch optimieren könnt. Wir haben jetzt hier, wie ihr seht, einmal das Standard-Kit, die Nummer 1 in der ganzen Liste. Da gehen wir einmal auf Voice. So, wir haben jetzt hier sofort das Ride-Becken. Ich gehe mal auf die Hi-Hat. Das heißt, ich spiele einmal das Hi-Hat-Pedal an. Erkennt er den Hi-Hat-Trigger und hier kann ich jetzt schon mal gucken, was wir dann noch so im Menü haben. Zappen wir mal durch. Die Rock-Hi-Hat klingt ein bisschen tiefer. Funk-Hi-Hat ist etwas höher. Die Jazz-Hi-Hat ist ganz cool. Nehmen wir mal die Jazz-Hi-Hat. So, dazu nehmen wir mal die Bass-Drum. Das nächste. Die ist eigentlich ganz cool. Die behalten wir bei. Die Snare finde ich etwas zu schrill. Gucken wir mal, was Medili dann noch so im Programm hat. Ja, ich fühle mich heute ein bisschen Fusion, also lassen wir die Fusion Snare ein bisschen, lassen wir die stehen.
schöne trockene Soms. Crashdüfte etwas tiefer. Nach meinem Geschmack. Ich weiß nicht, was ihr draus macht, aber ihr habt ja alle Möglichkeiten. Das gefällt mir gut. Okay. Last but not least das Whitebecken. Das ist cool. Das nehmen wir. So, wichtig ist zu speichern. Einmal unter UserKit 1 würde ich es jetzt ablegen. So, dann gucken wir mal, wie es im Kontext klingt. So, da habt ihr euer UserKit und das könnt ihr schön kombinieren mit den ganzen Playalongs, die ihr da so vorfindet. Es gibt natürlich noch ein paar mehr Sachen, die können wir euch gerne vor Ort erklären. Kommt rein, spielt es an, testet es, quatscht mit uns. Da gibt es noch eine Menge zu entdecken. Ich sage tschüss, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis bald.